Hallo allerseits zum 11. Netzpolitischen Abend im MetaLab. Danke für euer Kommen und danke ans MetaLab dafür, dass wir den Netzpolitischen Abend hier jeden Monat, jeden ersten Donnerstag im Monat veranstalten dürfen. Mein Name ist übrigens Barbara Wimmer. Ich bin Teil dieses Self-Organized Organisationsteams und werde euch heute durch den Abend führen. Insgesamt läuft das so ab, für alle, die zum ersten Mal da sind, es wird 3 Vorträge geben. Nach jedem Vortrag besteht direkt die Möglichkeit, den Vortragenden Fragen zu stellen. Und hier ist wichtig zu wissen, dass das alles aufgezeichnet wird. Das heißt, ich werde dann mit dem Mikrofon herumgehen. Die Fragen sind auch direkt ins Mikrofon zu richten. Und gefilmt wird das Ganze auch, aber nicht das Publikum, sondern nur die Vorträge sozusagen. Aber auch hier sind die Fragen zu hören, weil das Ganze wird euch archiviert. Und sonst ist eigentlich vorab nichts mehr zu sagen, außer, dass es im Anschluss an die Vorträge noch Möglichkeit für Lightning Talks gibt, also sogenannte Kurzvorträge. Und zwar, wenn jemand von euch ein dringendes Anliegen hat, einen Termin ankündigen will aus dem netzpolitischen Bereich oder einem artverwandten Bereich, kann er sich dann noch melden. Und wir machen dann, jeder hat dann maximal 5 Minuten Zeit, seinen Termin oder sein Anliegen vorzutragen. Und danach kann man sich noch wunderschön vernetzen bei einem Mate oder einem Bier, also nicht sofort wieder davonlaufen. Es kommt dann noch ein gemütlicher Teil zum Abschluss des Abends. So, und das war es jetzt mal von meiner Seite. Und wir starten mit dem ersten Vortrag von Thiel Kreuzer. Er ist extra zu uns gekommen, von iRights Law und der Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht. Und das Thema betrifft auch viele von uns, beziehungsweise mich auch, ich bin Journalistin, und das Leistungsschutzrecht, da geht es eben um Journalismus und es ist Teil von der neuen Urheberrechtsreform, die von der EU geplant ist. Mehr wird uns jetzt am besten Thiel Kreuzer erzählen.